Kann man denn schon irgendwelche Tendenzen erkennen? Wie schaut es aktuell aus? Ja, die letzten Zahlen, die jetzt aktuell über den Tick gelaufen sind, so um die 50% für Rosenheim. Das ist sehr positiv, ja. Okay. Welche Ziele gilt es denn jetzt für Sie als erstes umzusetzen? Also ich glaube, dass erstmal wichtig ist, dass sich der Fleischer Bayern mit seinen neuen Leuten gut aufstellt. Für mich wichtig ist, welchen Ausschüssen werde ich zukünftig auch für Rosenheim wieder aktiv werden können. Ein wichtiges Thema ist für mich, dass im Herbst die neue Bahn, die Veolia in Rosenheim gut funktioniert. Da bin ich dem Minister Zeil ganz schön auf die Füße gestiegen und deswegen ist was passiert und das muss funktionieren und da bin ich wahrscheinlich in den nächsten Wochen ganz schön dahinter, dass wir dort ein bisschen Erfolge erzielen. Okay, haben Sie die Ergebnisse so erwartet oder ist man vielleicht dahinter geblieben oder sogar hat man es sogar übertroffen? Ja, ich habe ein ganz kritisches Team bei mir im Wahlkampf gehabt, die haben gesagt, alles was über 44%, das ist schon gut. Das heißt, wir sind mit sehr bescheidenen Erwartungen reingegangen und wir sind wirklich sehr dankbar, dass die Menschen unsere Arbeit auch wertschätzen und dieses Ergebnis auch so, ja, eigentlich sehr, sehr, sehr jetzt nicht erwartet, ja, wirklich nicht. Okay. Gibt es denn eine Botschaft, die Sie jetzt gerne loslassen wollen, die vielleicht für die Bürger, für die Wählerinnen und Wähler? Ja, also liebe Rosenheimer, Stadt und Land, vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir werden das Vertrauen bemüht sein, den Ansprüchen gerecht zu werden. Wir werden viel versuchen, die Themen miteinander zu gestalten. Und deswegen vielen Dank für dieses gute Ergebnis. Und wir werden das nicht enttäuschen. Okay. Dann vielen Dank und viel Erfolg. Alles klar, danke.